Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, wo wir ein bisschen Spaß haben, Alter. Erledige und diggert, Leute, die neue Mission. Geh auf den Tank, da vorne. Ja, Mann. Das war ich gar nicht, aber... Aber trotzdem gut. Der Tank da vorne, musst du selber manuell drauf ziehen. Manuel? Ah, der ist ja nicht da. Der, ist ja, der Manuel ist ja noch im Urlaub, der Rumpel. Ja. Ja, hervorragend. So, lebt... Ach, da leben immer noch welche. Das eine Auto ist einfach weggespawnt. Das passiert ja öfter mal, ne? Habe ich das Gefühl. Ja. Da vorne ist noch ein Tank. Ah, nee, der ist schon explodiert. Ah, der da, genau. Hier, sehr schön. Beobachte mal. Naja, egal. Das lohnt sich gar nicht. Folge dem Chefkoch nach draußen. Ja. Wenn ich wüsste, wo es ja nach draußen geht. Hier? Die Chinesen sind übrigens immer noch in der Tiefkühltruhe seit einer Folge. Ich hoffe, da ist okay. They got the whole contingent. Boah, kannst du diesen Tank da in die Luft jagen? This is extremely unprofessional. Was ist das für ein Tank? Nee. Ach, da kommt Gülle raus oder so. Oder Benzin. Schieß mal auf Benzin. Warte, ja, warte, warte. Yeah. So, mal gucken. Boah, sehr nice. Das war angenehm, aber... Einen haben wir noch. So, war's das. I'm starting to think they really want to kill me. Weg da. Boah, da ist noch ein Tank da vorne, hab ich schon ausgemacht. Warte, warte. Warte noch, bis die Penner kommen. Dann schnappst du dir den Tank. Ja, geil, hab ich die Brüstung zerschossen. Get off my property. So, den haben wir. Jetzt wird eine schöne Situation. Yeah! So gefällt mir das. Nice one! Explosiv ist immer gut. Explosiv das Magazin. Hatte ich auch mal eine Folge genannt, irgendwo. Explosiv das gesamte Magazin. Warte. Wo ist denn der Chefkoch? Warte, der meint ja gerade eine Knarre für mich. Uah. Hoch da, Alter! Ja, ein bisschen. Wo ist denn der Chefkoch, Alter? Ist der. Moment, ist der hier ist oben? Ja, ich glaube ja. Da vorne. Ist er. Ah, der Heisenberg hat eine Waffe für dich. Da musst du genau auf die Person zielen quasi. Oder auf die Autos. Das Lustige an der Waffe ist, dass sie wirklich strange zu schießen ist. Also anders als die Granatwerfer beispielsweise im Battlefield oder so. So, das sind ja nicht meine Karren. Wir hätten sie verkaufen können. This is a place of business. Here they are. So. Ah, okay. Muni ist leer. Da hinten muss noch irgendwo einer rumzwiebeln. Da hinten ist er. The Aztecas are as bad as the lost. We need to get to the front of the shop. Come on. To the front of the shop. So, da waren wir ja schon. Okay, wo runter, Alter? Da außen. Wahrscheinlich. Also doch hier. Ja. Okay, dann gehe ich mal die Treppe runter. Da vorne wäre noch so ein toller Tank gewesen übrigens. Warte, warte, ich geh mal die andere Seite runter. Den haben wir doch in die Luft gejagt, der Tank. Dreh dich mal um gerade. Ja, ich hab's gesehen gerade. Das ist doch... Oh. Die Karren sind natürlich sehr nice auch irgendwie. Kid, komm her. Hol mich hier raus, Kumpel. Wie ist das eigentlich im Original? Get me out, buddy, oder was? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Kid, get me out hier bestimmt. Ach, guck mal, da steht da noch einer. Stand einer. Schön im Rücken. Alter, wie schön aufgestartet hier. War's das? I should check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. Yeah, all right, time to recommence the tour, gentlemen. I think we have seen quite enough. I'll swing by and sign the contract, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Mann,
Neuer Kontakt, Cheng Junior. So, mit Silber 7 Verschrotter haben wir. Unversehrt waren wir nicht ganz. Verluste 29 von 32. Ich dachte, wir haben alle mitgenommen. Vielleicht ist das zusammen. Nee, das waren über 30 Gegner. Stimmt schon. Wahrscheinlich irgendwie. So, nehme ich die Karre oder? Ja, die anderen sind ja alle Schrott hier, ne? Der sieht aus nach so einem ranzigen Mercedes, ne? So ein alter, dieser Jäger-Mercedes da. Wie heißt der nochmal? G-Klasse? Aber was macht denn jetzt mal? Hauptsache ganz kurz? Diamant hinten drauf. Ja. Das ist die Diamantklasse wahrscheinlich. ich düse mal kurz rüber zu Fremdom Freaks. Ja, warum nickt? Ist ja eh gleich um die Ecke. Ich finde die Ecke irgendwie cool. Das finde ich geil, dass sie nicht nur eine Stadt reingeballert haben, sondern halt jetzt auch so eine Landschaftsszenerie. Die ein bisschen out natürlich, wie gesagt, Breaking Bad hatte ich ja schon angesprochen, auf jeden Fall ist drin. Und da haben sie sich natürlich ein bisschen auch an Red Dead wahrscheinlich angelehnt, ne? So, ja, so wüstenmäßig, Wüste, ne? Alles und so. Da hatten sie natürlich auch Erfahrung gesammelt. Ich meine, die müssen ja nur vor die Tür gehen, Jungs. Kam ja eh alles direkt um die Ecke sozusagen. Ja, ja. Echt, so. Das ist so krass. Wenn du in Kalifornien oder so produzierst. So, hier müssen gibt's wir. Ist ja alles. Von der Wüste bis zum Skifahrort im Norden. Du kannst auch in der Wüste Skifahren. Du kannst ja alles machen. Sandboarden zum Beispiel. Hätten wir auch in Dubai machen können. Ach, da vorne, guck mal. Huch, Schnauze, ich muss ja mal durch. Liquor Market. Schön hier. You're gonna meet a witch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus. Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we exactly, get up, huh? Get up. I'm sorry, man. We're Help, sorry. Man. Help! There's a guy with a gun! Randale! Das kannst du doch so schön sagen. Randale! Wo kommen die jetzt alle her? So, ich hoffe, das sind noch die richtigen, Alter. Ja, wir sollen einfach ausrasten. Ich glaube, Trevor ist einfach geistesgestört. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Meinst du? Boah, Alter, Vorsicht mit der Tonne da, ne? Ja, hab ich schon gesehen. Gasbuddel, wird's der Rumpi freuen? Boah, Alter, jetzt wird's aber doch ein bisschen deftig. Wo kommen die alle her? Oh, fuck, du musst dich irgendwie in Deckung begeben, langsam. Du bist gleich down. So. Nein! Was Scheiße! Du? Ich! Ja! Oh. Zurück auf die Waffe, Alter! In Deckung! Von Rex! Ja, ich hab's gesehen! Rex! Fuck it! Ich wollte nach rechts, aber immer wieder mit dem Auto-Aim nach links gezielt. Auto-Aim ist super, aber in diesem Fall vielleicht ein bisschen doof. Okay, wir müssen das nochmal probieren. Randale! Kevin macht sie alle platt! Kevin macht sie alle platt! Eigentlich eine Amoklauf-Mission, ne? Wenn das mal der Pfeiffer sehen würde. Der wer? Alfalfer? Der Pfeiffer, kennst du doch. Der gute alte Kriminologe. Kriminalpsychologe oder was ist der? Der immer sagt, oh, Computerspiele, Killerspiele, alle Computerspiele sind schuld. Und das sagt Alfalfer? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, der Herr Pfeiffer, mein Freund. Herr Dr. Professor von und zu Pfeiffer. So, ich bleib erstmal hier in Deckung, die kommen hier alle angelaufen. Alter, du bist eine Pfeife. Ich hab überlegt, ob es nicht schlecht wäre, wenn wir die Tanks und sowas alles schön nutzen wieder. Die sind, glaube ich, hier sehr hilfreich. Hast du recht, das Problem ist nur, wir stehen hier selber. Oh, guck mal, das ist doch hier praktisch wie auf dem Servierteller gerade. Wunderbärchen, links. Ach, Alter. Hier solltest du nicht in Deckung gehen, das ist kein guter Punkt, mein Freund. So, 16 Kills, wir haben leider nur noch eine Minute. Linke Seite. Old man! What how's this for an old man? Oh oh. Doch, es läuft, Alter, du machst es gut. Hinter dir kommen neue. Okay, rechts. Sehr schön. Oh shit, nein, bitte nicht. 31 Sekunden noch.
Du hältst es durch. Sehr guter Run, Rang. So, wir haben schon 25 Kills. Wir sind also eigentlich schon durch. Ja, aber jetzt müssen wir überleben. Mach weiter, vielleicht kriegst du eine bessere Bewertung. Na, ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Vor allen Dingen weiß ich nicht genau. Nicht zu überstürzen jetzt, aber es sind ja nur 3, 4 noch da vorne. Da der Typ im Auto, der Fahrer ist noch am Leben. Der Pfarrer. Was versucht er denn da? Ich habe keinen Plan. Track ist geil, doch. So, geschafft. 31 Kills haben wir. Randale! 45 wäre Gold gewesen, aber naja, egal. 3 Gegner mit Kopfschüssen haben wir. Zerstöre 2 Fahrzeuge haben wir auch geschafft. Ah, das war ganz gut, finde ich. War ein guter Tag heute. Ich finde, du hast dich sehr souverän geschlagen. Naja, es hätte besser laufen können, aber eigentlich, hier sieht es ganz okay aus. Guck mal, wie der hängt. Der wie so ein Mannequin. Ist er tot oder lehnt er sich da auf? So ein Modelkatalog hat der, weißt du? Ich bin auch beim Shooting morgen früh eingeladen. Achso, ich wollte mal ganz kurz, kann man da nicht... Oh, naja, jetzt legt er sich hin. Legst dich nieder. Naja, egal. Gut, hier ist schön. Ich wollte doch nur was trinken, Alter. In Amerika ist es ja so mit dem Liquor Market, ne, dass da der Alkohol verkauft wird. Der darf ja nicht in allen Läden verkauft werden. Und diese Liquorläden sind halt so spezielle Alkoholläden. Kippenalkohol und sowas. Oh, der eine, wie geil ist denn bitte dieses Golfcar? Der Typ hier, ne, ist geil. Sieht ein bisschen aus wie... Ja, ich weiß. So, fahren wir zu Trevor nach Hause, oder? Ja, machen wir einen kleinen Abstecher mal. Ich frage mich, ob die Chinesen sich noch melden werden, wirklich. Ich weiß nicht, Kontakt haben wir, können da ja anrufen. Ich meine, Mr. Cheng Jr. war ja begeistert. Das ist geil. Animal Crossing Sign. Ich finde Trevor ja irgendwie auf seiner Drecksack-Arschloch-Art und Weise sehr sympathisch irgendwie. Ja, total kranker Bastard, aber ganz klar, ist ein guter Charakter. Passt zu den dreien. Begegnen möchte ich ihm aber nicht. Ich glaube, der netteste ist der Franklin. Ja, oder? Der Michael ist eigentlich auch ein Netter. Na, der rastet ja auch schon aus. Ich meine, der Tennislehrer, Haus abreißen, pipapo, was da alles für Nummern passiert sind. Ah, der Michael ist eigentlich auch schon netter, stimmt. Ich glaube, Franklin ist einfach der Vernünftigste, oder? Oh, ich höre schon, wir kommen nicht zum Ausruhen. Ron. Gilbert. Beasley. Da ist er. Was will er denn von uns? Keine Ruhe. They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny Kay? And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny Kay meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed, fruity leather, chapped wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chap-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, 2 kids, 45. Find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wade. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Cool, Quadfahren. I gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC's airfield. Der nimmt den anderen, na gut, nehmen wir den hier. Wir machen jetzt auch erstmal weiter eine Runde mit Trevor noch, ne? Ja, oder? Na klar, Alter, gefällt mir voll gut. Voller Sympath, durch und durch. Ja, einfach ein sympathischer Mann. Ich finde den anderen aber auch sehr geil, muss ich sagen. Ja, Trevor, ich weiß nicht. Wait. I'll come in your ear when I get a hold of you. Oh, what are you buying at the gun shop? I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Ja, da gehen wir mal in den Local Business und kaufen uns einen Sniper Rifle. No parking, why let us be shot? Why let us? Melvin! How you feel about brand synergy, huh? TP Industries. Ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. That's so. The rifle I need.
Scharfschützengewehr gibt's heute gratis. Das ist natürlich super angenehm. Das kauft man natürlich. So, Schalldämpfer nehmen wir mit. Und ein Zielfernrohr natürlich auch. Ich meine, wir haben ja 108.000, ne? Gibt's ja eh kostenlos heute. Da bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen sollen. Hast du das mitbekommen? Nö, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach, das ist natürlich sehr gut. Wie immer halt. Guck mal, die Quarz erinnert mich so an Last Man, nicht im Last Man Standing, so LPDXXL hier. Ja, Gamescom. War cool. Das ist auch so ein Mini-Quarz, ne? Ja. Müsst du auch mal ein Rennen machen. Obwohl, die sind echt ziemlich normal. Roger that, Trevor. But you gotta look out, cause there's bikers all over this airstrip. Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run. We're gonna wait till the right time and appropriate them. We are? Yes, we are. Where are you, man? I'm waiting at the water tower. Ach, da ist er schon am Wasserturm. Wir sind ja eh schon da. I'm up here. I don't see the hardware. But I do see a hell of a lot of bikers. Come up. So, kletter auf die Spitze des Wasserturms. Ah, ich verstehe, was jetzt läuft. Weißt du, was jetzt passieren wird? Ja, wir müssen Biker-Snipern vermutlich genau, mal, ne? Das ist es. We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Also gut, das mit dem Flugplatz war klar, aber dass wir jetzt Sniper müssen... Oh, weia. Da bin ich mal gespannt. Und ich erst. Und ich bin froh, dass du am Controller bist bei Analog-Stick-Sniper. Enough waiting. This is your moment, Ronald. So. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. Und hier soll irgendwie ein Arsch voller. ATV can only take you so far. Moment. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? Ja, ich. You see me? Noch nicht. Wo bist du denn? Guck mal auf die Karte. Dann ja, siehst du, wo da muss der irgendwo sein, aber. Nee, weiter rechts. Here, by the road. Ich sehe ihn genau, nicht. Genau, weiter rechts bei der Straße, da vorne. Da? Da müsste der doch sein. Da gucken wir jetzt genau geradeaus. Da, da. Ach, ist er. Da, Alter. Okay, jetzt. Weißt du was? Ich habe gesehen, dass da Tanker waren auch und so. Vielleicht können wir den Laden einfach in die Luft rumbeln. Sei mal ein Adlerauge. Wir müssen nur gucken, dass ihm nichts passiert. Geh mal ein bisschen weiter vor den, wo der lang rennt, weil wenn, sonst rennt er in die Fänge des Teufels und so schnell können wir nicht reagieren. Die Fänge des Teufels. There's a guard standing under the control tower. Ja. Schalte den Biker aus. Hurry it up, Ronnie. Schalldämpfer war auf jeden Fall eine gute Investition. Ja. There's one, and there's the other. Lights yeah. off! Good. Okay. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Wie, ich sehe den vor allem gar nicht. Musst du, ja, weil jetzt. Schön. They know we're here. Oh nein. Fuck it. Ey, ich hätte gedacht, du triffst den, ganz ehrlich. Du warst doch voll auf der Fahrerkabine. Vor dir halten, Alter. Vor ja, dir ja, halten. Bringt nix. Boah, fuck, Alter. Hast du den Kopfschuss gerade noch gesehen? Ron ist tot. Nein, oh. Hermine ist traurig. Naja. Ist aber auch gar nicht so leicht. Ja, kann ich mir vorstellen. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Can you see me? Ja. Ja, das ja. Ding ist, du musst, glaube ich, ein bisschen vor die Leute zielen, weil die rennen ja. Weißt du? Ich glaube, ich muss den Fahrer vorher ausschalten. Der wird aber nicht leicht. Also wir können ja jetzt drüber quatschen, wir haben ja alles schon gehört. So, jetzt warte noch, bis du den erledigst, oder? Ja, ja, bis der sagt, ich soll den erledigen. Ja, mach mal lieber, sonst brechen wir nachher irgendwie die Mission ab, aus Versehen. Er trinkt gerade seinen letzten Schluck Whisky wahrscheinlich. Ah, ist eh leer, die Pulle. Na dann. Aber ich wette, der trinkt nochmal raus. Pass auf, ich schließe eine Wette ab, der trinkt bestimmt nochmal raus.
Naja, vielleicht auch nicht mehr. Komm, Alter, der ist besoffen. Die Lichter kannst du jetzt schon ausschalten. Shit! I have an engine! They're gonna see that guy you shot! You can relax, because lights are out already. Sehr gut. Geil gemacht. Don't smoke the guy in the van until he stops and gets Knall ihn nicht ab, Alter. Das konnte ich gerade gar nicht lesen, weil ich mich so konzentriert habe auf den Typen. Ich habe mich überhaupt nicht auf die Dings gerade konzentriert. Don't smoke the guy. Als du gesagt hast, ich muss den erschießen, dachte ich, okay, jetzt schieß. So, dann warte ich mal, bis der aussteigt. Na, das war natürlich selten dämlich dann auch. Ah, du hättest ihn auch erschießen müssen, eigentlich problemlos. Okay, diesmal sind wir schlauer. Man sieht auch recht wenig. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. You should have seen the look on his face. Wait, a guy came out of the control tower. Get him quick. Nein! He's gonna see us! Boah. Boah. Down Fuck. Go. War ich ein bisschen aufgeregt? Ein bisschen zu schnell. Ja. Bottom of the tower. Another guy's on his way. Clean shot, Trev. Happy Trigger Finger. He's probably looking for his buddy. And they all came tumbling down. Get your sights back on me, Trev. I'm scared. Get your sights on me, man. I can't move till I'm covered. You're in my crosshairs again. There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb. I can't. There's someone coming out of that building. I can hear him at that far door. There's a second guy coming out of the building. Schön. Naja, Achselschuss. Ich muss ja sagen, warum gibt der Ron eigentlich so krasse Anweisungen auf einmal? Ich dachte, der wäre so ein bisschen hohl auch. Ja, und so ein bisschen feiger auch generell. Der ist voll der Captain Price von Call of Duty. Keep a lookout ist gut. Schön. Helikopter? Warte. Fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Oh. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? They might. Ay, caramba. Na, das sah doch schön aus. Oh, es geht aber noch weiter. The pilot plan didn't work. They know they're being attacked. Oh, vielleicht soll ich mal auf eine Waffe wechseln, genau. Welche nehme ich denn mal? Einige. Nimm die AK oder so. Alles andere ist hier sinnlos. Sturmgewehr? Ja, Sturmgewehr. Ja. Du hast die Schrot. Verdammt. Sturmgewehr. Na also. Da war doch noch einer. Alter, ich kann die Untertitel nicht lesen. Kannst du mal mir helfen? Ja. Du musst einfach alle erledigen und dann ist noch ein toter Typ bei dem Wohnwagen. Aber kämpfen wir erstmal. Mach erstmal die Spasten platt hier. Ach, Alter. Mann! Geh erstmal hinter dem Easy. Immer mit der Ruhe. Ich dachte, er kann sich hier verstecken. Ach, Alter, Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Nein, lass den in Ruhe. Geh jetzt aber, komm. Okay, Trevor startet das Flugzeug. Ich muss das Flugzeug starten. Nein, das macht Trevor. Ich bin Trevor. ja, stimmt. So, soll sich jetzt zum Flugzeug begeben.
Ja, ich lauf ja schon, Alter, ich bin fast tot. Scheiße. Geht aber. Alle geht ausgeschaltet, aber. Alles cool, Alter. Jetzt gibt's eine kleine Flugrunde. Fuck it! Just like you said! Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Give me that plane! Kein Auto-Aim mehr. Fuck it! Boah, Alter Schwede, ey. Ich bin ja am Schwitzen, Alter. Mein Gamepad schwimmt fast weg, weil mein Hände so schwitzen gerade, weil ich so konzentrieren muss die ganze Zeit. Alter Schwede, ey. Das nimmt auch kein gutes Ende. Ich glaube, wir gehen morgen drauf in der nächsten Folge. Fuck. Aber Trevor ist so lustig, Alter. So